Junge. Ey, ich finde die ganze Zeit Zinndosen. Ich hab keine Zinndose. Aber ich brauche eine bessere Angel. Zeit für eine Duell. Nein, ich brauche erst noch eine bessere Angel. Immer locker, wir können ja gleich auf deinen. Du kriegst ja gleich auf die Fresse, Timo. Dann will ich aber nicht mehr mit dir spielen, wenn ich auf die Fresse krieg. Ey, Pyromancer! Guck mal, ich hab das auch. Macht keinen Spaß mehr mit dir. Macht's halt nicht mehr. Oder hier, guck, den hab ich auch. Warte. Arr, ich bin ein Pirat. Sonst welche Schmerzen? Ja, Neger, Nia! Hab ich jetzt auch nicht verstanden. Ich glaube, er hat Schmerzen. Das glaube ich auch. Hören wir uns einig. Ey, Pyrocancer, guck mal, was ich hier für dich habe. Tot. Na, jetzt hat Patrick das. Stiefelte Statue. Aha. Timo? Du hast doch gerade eben die ganze Zeit das Auge gelegt, ne? Ja. Hast du noch diese Dingens? Leucht davon? Nö. Oh. Hab ich alle verkauft. Deswegen hatte ich auch gerade ein Platin. Ja, ich dachte mir, du bist doch eh schon dabei, den ganzen zu farmen. Hier Ja, darum geht's auch nicht. Ich muss aus dem Zeug eine Angel machen. Ich weiß aber gar nicht, ob es sich wirklich für mich lohnt, morgen dahin zu gehen. Meinst du, ich stehe nicht auf dich? Doch, das schon, aber... Bist du ja ganz sicher, dass sie auf dich steht? Nein. Fick dich. Wo habt ihr... Ach, da ist der Tinkerer-Tisch. Hör auf damit, das tut ja weh. Fuck you selbst. Fuck you, Anna. Fuck you. Ja, Timo. Sicher, Genosse Kommandante. Was ist da los mit dir, du Huinsohn? Oha, jetzt übertreibt er wieder maßlos mit den Beleidigungen. Ja, weil ich dich liebe. Wirkreiz. Wirkreiz. Jetzt richtig Wirkreiz. Boah, Alter, was sind an Yo-Gifts? Diese Master Yo-Yo-Skill. Wo kriegen die Yo-Yo-Gloves her? Und die White Strain? Keine Ahnung. Mega krass. Das hat er wieder Schmerzen. Ich glaube, wir müssen den Arzt rufen.
Hier wollen wir uns gleich mal in einem Duell auf die Fresse kriegen. Warte, freu ich mich. Komm, dann mach jetzt direkt mit mir Duell. Komm, komm. Nee, ich muss erst die Angelquest machen, du Penner. Oh. Weißt du was, ich mach jetzt einfach die Angelquest, weil ich hab noch ein paar von den Bahnen. Egal, hab schon eine bessere Angel. Ich möchte mit dir kein Duell mehr machen. Ja, weil du Angst hast. Weil du dich da jetzt gezielt drauf vorbereitest, das ist nicht, dass das wählen keinen fairen Wettkampf für den Mann. Hä, was für gezielt drauf vorbereitest? Du hast viel besseres Equip als ich und ich hab mir nur eine Angel gebraucht. Das ist schon zu viel für ihn. Ja, bringt mir Battle halt auch nichts. Das würde mein Ego verletzen, gegen dich zu fliegen. Ja, das glaube ich sofort. Deine Mutter auch. Wie so ein kleines Kind. Deine Mutter. Gesundheit. Okay. Ey, Patrick? Was? Dein scheiß Obsidian-Dingsbums-Dings da ist leer, ne? Hä? Dein scheiß Obsidian-Dingsbums ist leer. Ja, die Lava ist leer. Hat er kaputt gemacht. Ja, musst du die Lava wieder auffüllen. Ja, mach das mal. Ja, gleich. Ich hab da keine Lust drauf. Erst noch diese Angelquest machen. Was hast du eigentlich aus deiner Mini-Hai gemacht? Ja, er hat sich eine Mini-Hai gebaut. Was sich daraus gemacht hat. Stark, ja. Die ist irgendwo in der Kiste, habe ich die vorhin gesehen. Stimmt, nun welcher? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ach, da. Mini-Hai. Ey, Patrick. Ja. Komm mal bei Fuß. Was? Komm mal bei Fuß. Mach mal. Komm, komm. Ja, komm. Komm mal her, Patrick. Was hat er denn wieder für Schmerzen, ey? Muss erst noch angeln. Ja, na, jetzt mal im Ernst. Komm mal ganz kurz. Oder wo bist du? Bist du unten? Ja. Ja, dann komm ich zu dir. Ja, chill mal. Ruhig. Schreit doch nicht immer so. Mann, ey. Was für ein Tin Can? Guck mal, was ordentliches finden hier. Nee. Komm, mach mal dein Schweinchen hier. Spawn. Gleich. Nein, jetzt. Jetzt. Dankeschön. Oh, vielen Dank. Wie ist so hässlich? Hast du hässlich wie ein Pyrum? War mir irgendwie klar, dass mein Name jetzt wieder fällt. Yes! Bischotron. Oh, ich hoffe ja, ich kriege jetzt eins von den drei Teilen. Nein, kriegst du nicht. Ach, das wäre schon cool. Hättest du aber nicht verdient. Doch, hätte ich schon. Ich finde, ich hätte es mehr verdient. Das hast du nicht. Du hast nämlich gar nichts drauf. Oha, diese Ansage. Hältst du? Ja, ne? Der will auf die Fresse. Ja, im Moment will irgendwie jeder auf die Fresse, habe ich das Gefühl, bei dir. Sag mal, wenn du gerne alle haben. Hast du vielleicht meine Uhr abgeklaut? Weil jetzt wird meine Uhrenzeit nicht mehr angezeigt. Wo soll ich die denn geklaut haben? Frag ich gerade, du Mongo. Wann soll ich die denn geklaut haben? Nimm mich nicht Spasti, du Mongo. Nimm mich nicht Mongo. Aber du bist ein Mongo. Niemals. Selber, lach mal. Oh, Timo, jetzt wäre ich bereit für ein Duell. Jetzt kannst du mich immer. Oh, hatte keine Timo Angst. Nee, ich komm gleich. Ja, hat er ja. Danach würde ich sagen, machen wir die Bienenbitch-Königin. Bienenbitch-Königin, nicht Milch. Hey, ich baue uns auch eine Arena. Ja. Aber nicht hier oben. Wo darf ich die Arena hinbauen? Erdgeschoss vielleicht, oder ich weiß nicht, ob ihr fliegen wollt. Eine Railbahn im Himmel. Eine größere Arena, aber wo hast du denn? Ja, bau ganz rechts da, ja da. Ich baue hier zwischen den Dingern. Oh, ich habe keinen Bock mehr drauf.
Nein. Macarena. Oh, bitch, get out of the way, get out of the way. Ma, was ist denn mit dir? Kackhaufen, Alter. Ich frage ist, was ist Ritter. Mit dir? Boah, du hast Annika damit voll angestellt mit diesem Scheiß, was ist denn mit dir? Ja. Ja, genau, und dann warte dich weg, wenn ich zu dir komme. Boom, bitch, get out of the way. Aber ohne Dynamit und so ein Scheiß, ne? Weil damit machst du nur die Arena kaputt. Die Arena sieht aus wie so ein Pokémon-Stage langsam. Die Arena ist voll geil, Mann. Mit der Arena übertreffe ich mich gerade selbst. Ich hätte mir Mühe gegeben, die nicht zu zerstören. Weißt du, ich dachte, er baut eine Arena im Boden. Nee, er baut die genau zwischen der Railbar. Ja, wow. Hallo? Wenn die Railbar kaputt geht, weil ich dich wegsprengen möchte, dann baust du die wieder auf. Ja. Das hat nicht wegsprengen. Er war echt ein Pokéball, glaube ich. Ja. Ich hab keinen Pokéball. Ich glaube, der hat da echt einen Knick in der Optik da unten links gebaut. Was ist das hier unten? Ich glaube, der ganze Timo ist ein Knick in der Optik. Ja, komm. Timo, komm ran. Will doch mal. Ja, hast du gerade auch gesagt, vor 10 Minuten. Ja, ich bin ja noch nicht fertig. Na, ich glaube, das wird nicht besser. Doch, das wird ultra geil. Nein! Lass ihn doch in seiner Vorstellung, in seinem Irrglauben. Oh, diese Sprüche. dieser Battle, Alter. Ich halte das nicht mehr aus. Was wird das hier? Ey? Also die Stage, die sieht irgendwie für Flügel aus gemacht. Also. Nee. Dafür. Ah ja. Ah, ich spiele der Kommentator dann hier jetzt gleich. Ah ja, genau, hier kommt Flügel-Aufgerichte, ja? Okay, meine Fing. Wobei andererseits sowas was bessere Equip, ne? Irgendwo muss ja mal Chancengleichheit hergestellt werden. Ja, aber Flügel ist mal sowas von OP, wenn der andere noch keine Flügel hat. Stimmt, dann würdest du mich nämlich überhaupt nicht treffen. Eben. Dann ist das ja auch nicht mehr überall frei. Mir wird jetzt gerade wieder die Uhrzeit angezeigt. Komm, gleich hat das sowieso aktuell sehr schön. Mir auch aber. Ja, weil ich eine Uhr hab. Ich will den Regenschirm aufnehmen. Aber hier kommt man mit ohne Flügel echt scheiße hin, muss ich schon zugeben hier, ne? Oh, diese Stage. Okay, ich werde auf jeden Fall nochmal eine bessere Arena bauen. Eigentlich. Arena ist voll gut. Was wahrscheinlich nicht allzu schwer sein wird. Ja, eben.
Wenn ihr irgendwie, ich finde, so Patricks haben meistens die meisten Ähnlichkeiten mit dem Kevin. Oder was willst du sagen, Kevin? Ja, ich glaube, ja, Kevin Sonny, ist aber schon hart zu erreichen, der Modus. Ja, klar, aber so, wenn du irgendwas Vergleichbares ziehen müsstest jetzt, dann würde ich sagen, es ist so prinzipiell Patrick. Das ist aber nicht nett. Jetzt machst du schon den. Ey, was ist denn hier los? Wir haben hier zwei Steine hingebaut. Ich rutsche hier runter, auf einmal sind da Steine im Weg. Ey, schon wieder, Mann! Timo, warst du das? Ja, bei unserem Haus der Weg runter. In die Hölle? Ja, ja. Nee, da habe ich nichts gebaut. Hey, ich habe 100 davon besiegt. Ja, fahre ich da jetzt morgen hin oder nicht? Guck mal, Timo. Fragt dich schon oder was? Hä? Fragt dich schon oder was? Nee, also ich habe ja halt geschrieben, dass ich wahrscheinlich nicht da bin und dann meinte sie, warum? Meinte ich, weil ich Training habe. Ja, machst du extra Runde. Extra Training. Ja, mach ich auch. Ich könnte halt nach dem Training noch nachkommen, meinte ich. Und dann, Hat sie gesagt, nee, dann bleib lieber zu Hause. Dann will ich dich gar nicht mehr sehen. Bis dann habe ich nämlich schon einen anderen Typen. So geht's bei Timo mal. Ja, er meinte, sie kannst ja schauen. Das heißt eigentlich, boah, wenn du nicht kommst, voll verkackt. Problem ist, bis auf meinen Mitbewohner und sie werde ich da wahrscheinlich keinen kennen. Neue Connection, wo ist das Problem? Das ist sonst immer so eine Labertasche. Hä? Der hat dich brav beleidigt. Wir haben nur gesagt, dass er eine Labertasche ist und das ist wahr. Ich wollte gerade sagen, dass es sich vereilt hat. Lerne schnell neue Menschen kennen. So, begraust sie auch Problem. Schnell dann wahrscheinlich. Ah, kommt drauf an. Manchmal. Aber eigentlich nicht so. Zur Hölle ist ein Graden Pony, Alter. Wozu? Pony? Ja, was ist denn ein Graden Pony? Weiß nicht. Also so geschrieben. Ach, oh lol. Ja, ah. Du sagst, das wird so geschrieben, uns aber nichts zeigst. Ja, weil in dem Moment, wo ich es eingetippt habe, ist mir eingefallen, was sie meint. Wer denn? Anni. Ja, die dumme Bitch schon wieder. Hallo? Hallo, das ist seine Liebe. Ich weiß. Nein, seine Liebe ist rein. Ja, stimmt. Aktuell ist es noch keine von beiden. Es ist halt schwer im Moment sich. Doch, ich habe eine große Liebe. Ja, mich. Er weiß es schon. Nee, im Moment geht er mir damit vor auf den Sack. Er wartet halt, dass ich diese Liebe wieder erwidere, aber das werde ich niemals. Sag das doch jetzt Patrick nicht so, sonst erzählt er gleich einfach worauf? Dich. Patrick, glaub ihm kein Wort, ich liebe nur dich. Ja, ja. Halt die Fresse, Timo. Oh. Komm mal lieber her, Alter, geh ich dir auf die Fresse. Ich will ja Ansage. Du Ficker. Das will ich sehen. Ja, bist du gleich. Gib mir noch 10 Minuten, ja? Okay, so lange mache ich doch die Angelquest. Ah, schade. Zu spät gewesen mit der anderen. Solange kann ich mich schon mal ans Kämpfen ohne Flügel gewöhnen. Das nenne ich eher verkrüppelt. Das nenne ich eher verkrüppelt, ohne Flügel zu kämpfen, nachdem man Flügel hatte. Ja. Auch wenn es Timo ist, scheiß drauf. Eben, ich kann auch aber nicht. Timo? Ja? Hast du solche Rocket Boots? Sonst hättest du gesehen. Okay. Ja, aber die dürftest du ja auch nicht benutzen, das ist nämlich genau das gleiche. Dann wären es ja schon wieder ausgeglichene Verhältnisse. Ja, aber Rocket Boots sind ja nicht mal annähernd so lange wie die Flügel. Mit den Flügeln kannst du ja 15 Sekunden oben bleiben mit den Rocket Boots 2. Nein,
Außerdem, der Arena kann man so oft zwischenlanden, dass es keinen Unterschied macht. Also in dieser Arena. Ja. Ach, das wollte ich ja noch machen. Ex, ich wollte noch was vorbereiten. Muss mir noch Ammo machen. Aber es werden keine Sachen abgezogen, falls man ihr Klamotten verliert beim Sterben oder so, ne? Ne, ich ziehe dir nichts ab. Dann ich zufällig auch nicht. Als wenn ich irgendwas hätte, was du mal abziehen könntest, aber okay. Doch, dein Schweinchen. Hä? Dein Schweinchen. Ja, aber ich verliere ja auch nichts, was, wenn ich sterbe, also ist scheißegal. Stimmt. Dann darfst du das jetzt nicht machen. Ja, kein Kackmove. Ja, du machst sie dir einfach. Oh, da ist eine fliegende Insel. Was? Ich hab eine fliegende Insel gefunden. Wo bist du? Ah, lol. Oben auf der Dingens. Bin da so ein bisschen hochgeflogen und hab die Überreste einer fliegenden Insel gesehen. Boah, kannst das nicht stilvoll machen? Nein. Wie soll ich denn sonst drauf kommen? Mit meinem dicken Pringel. Oh. Das ist vielleicht sogar echt gar nicht so schlecht. Aber jetzt kann ich das machen. Aber das ist so eine Scheißinsel. Oh, kacke. So eine Insel ohne Kiste. Stürzt in den Tod. Was hast du gemacht? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung, wie du gestorben bist. Klingt typisch nach dir. Nee. Er ist runtergesprungen und hat sich nicht festgehalten. Nee, ich glaube, der Wurm hat mich... Ich sag mal, Timo...